so runterfahren, ne, damit man irgendwie ein Saxophon hört. Ja, wir nähern uns dem Ende heute. Jetzt ist die Sonne weg, jetzt muss sie wieder reinkommen. Das ist aus dem Klassiker her, in dem wir tatsächlich früher gespielt haben. Wir, haben wir nicht. Ja, der Song geht so, viel Spaß. Ich glaube, ich wechsle gerade die Gitarre. Können wir ein Solo machen? Nein, doch, das ist voll dein Ding, Thiago. Yes, Thiago! Warte, das ist so. Ja, jetzt. Du machst jetzt eins und danach. Mittendrin. Thank you.
So, hier ist noch Sophie Kotz. Kommt ruhig hier vorne hin, dann könnt ihr euch setzen, dann könnt ihr. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das ist, 10 Leute zu koordinieren für so, ey, hast du Bock im Frankenturm zu spielen, am 3., du kriegst kein Geld. Das ist scheiße kalt. Und ich kann dir nicht sagen, welche Songs wir spielen. Und proben können wir auch nicht, weil du kannst mit neuen Leuten nicht proben. Wann? Also niemand hat da Zeit, das geht nicht. Loben gibt's auch nicht. Stimmt, keine Aufnahmen? Ja. Der Pizza bestellen war dein Job, Pim. Die ganze Welt hat gehungert. Alle haben's gehört. Alle haben's gehört, oder? Ich wollte Pizza bestellen, aber ich wollte, was tun sie aus? Die Frage ist, habt ihr jetzt Pizza gekriegt oder nicht? Es hat jeder ein Stück bekommen. Hey, sorry! War lecker, mir dann. Ja, das ist jetzt eure Aufgabe, Leute. Wenn ihr wollt, dass diese wunderbare Band mehr Pizza zu essen bekommt. Haben wir irgendein Schwein oder so? Wir können unten dieses, unten ist so ein goldenes Schwein bei der Theke. Ja. Das Thekenschwein. Das ist eine Karte. Entschuldigung. Das ist eine Katze. Das ist keine Katze, die ist golden. Das ist ein goldenes Thekenschwein. Dann werft doch da was rein, dann, wenn da nicht schon was drin ist. Sonst ist das für die Theke? Ich weiß nicht, das schon. Das für euch, nur für euch das und für die uns. Pizza. Dann nur für euch da und was die rein, Pizza. Dann können wir davon Pizza essen. Nehmen wir nicht viel reinmachen. Nur so, dass es für jeden, für eine Pizza reicht. Das ist ein Fernsehen, für ein Stück. Für eine Pizza, für eine Margherita. Wie viele Vegetarier haben wir? Zwei. Ja. Okay, Leute. Genug dummes Zeug gelabert. Nächster Song.
Josi, bist du schon auf Instagram eigentlich? Bist du auf Instagram? Ich bin überall. Du bist Josi überall, das ist krass. Das ist mein Hashtag. Der nächste Song ist von mir. Der heißt I Don't Wanna Go. Was so viel heißt wie. Das ist Französisch für ich möchte weinen. Sorry, ist nicht der nächste Song. Aber sind wir hier richtig? Ah, stimmt. Sollen wir das zuerst machen? Ja, jetzt hab ich die. Ich dachte, das wäre jetzt logistisch so clever gewesen. Aber wenn wir Deutschen dabei kommen, dann. Schön, dass ihr das wisst. mir ist es mal passiert, dass ich die Mundharmonika falsch rum reingesteckt habe. Und jetzt nicht so rum falsch rum. Das würde man ja merken. Aber wenn du die so rum falsch rum reinsteckst. Ach so. Dann ist hoch tief. Und ich habe die ganze Zeit gespielt und dachte, die Gitarre wäre schief. Also ich habe das monatelang nicht rausbekommen, bis ich dann immer nachts aufgehört habe. Ich weiß, woran es lag. Verrückt. Stark, ne? I Don't Wanna Go ist so ein bisschen dieses so Sommer-Lagerfeuer und einfach dieses, wie heute Abend, so, ich hoffe, keine Ahnung, vielleicht wollt ihr auch nach Hause, ist kalt. Einfach diese Abende, an die man denkt, wo man denkt, so, oh, das war cool. Es war schön und ich wollte da nicht nach Hause gehen. Was gibt's da zu machen, Alter? Ja. Alles klar. Willst du was mit uns teilen, Thiago? Okay, eine Runde noch. Touché. Du kommst gleich noch dran. Ich war vorhin bei dir auf der Bühne. Kann hier eigentlich jemand irgendwie Musik machen oder so? Mich würde interessieren, so, warum, also, wie seid ihr hergekommen? So? Also was? Was macht ihr denn? Nee, ist so, interessiert mich jetzt wirklich. Also so vom. Einfach. Wo stand das? Luftpost? Was? Wo stand das in der Zeitung oder so? Oder war das nur. Wir sind wegen Tobi da. Ah, okay. Ja, Tobi, ihr könnt ruhig gleich nochmal reinrufen. Wer ist noch wegen Tobi da? Wollt ihr von Tobi Schlagzeug zu oder? Ja. Nur für euch drei. Komm, Tobi. Schlagzeug, oh, ja. Ey, ich bin nur wegen dir hier. Die Zeit muss sein. Okay, ist jemand wegen Josi hier? Ja! Ja! Okay. Cool.
Wer ist wegen Hannes und Henning hier? Die haben gestern hier gespielt. So zwei Hannes und Hässlich, nein, sagen die? Sind nicht, also, sie sagen es von sich, sie sind Comedian. Nee, was sagt ihr? Pseudo, wie hat das gemacht? Pseudo-Kabarett. So stark. Ja, hey, das war eine Idee. Also, okay, ich glaube, wir sind ready. Sorry. Ich weiß auch nicht. Bringst du mir ein Bier mit, ne? Ich danke dir. Bier und Pizza. Es wäre nicht das lieben Pension gewesen. Aber Stefan kann leider heute nicht hier sein, weil er muss arbeiten. One more girl, she's pretty.
Beim Straßenmusikmacher habe ich Backstage gesungen zu dem. Haben Henning und ich Background. Freut euch mal frei, hast du was? Mit einem Mikro, also richtig. Hätte nicht so richtig. Nee, wir waren ja zu dritt. Nix. Okay. Jemand hat es ja quasi bestellt. Die Visa hat es ja gefordert, glaube ich. Ja! Oh, I've been falling apart, I'm falling apart.
Was hast du gemacht? Wie geht das? Kannst du mein iPhone reparieren? Okay. Ben übrigens heute am Keyboard. Applaus für Ben. Das ist eigentlich unser Manager. Ben war gestern auch schon hier. Wollen wir nicht drüber reden. Für die, die da waren. Ich war selber nicht da. Kannst du mir vorstellen. okay, jetzt kommen wir. Jetzt bin ich zu laut. Ihr habt Zeit, ne? Jetzt kommt der vorletzte Song. Der vorletzte Song, Leute. Es gibt keinen Zuhörer. Wir haben nichts mehr. Ach, ich wollte eigentlich noch mit ISD reden, verdammt. Auf gar keinen Fall. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob du noch auf die Bühne wolltest, ob noch eine Strophe singst, dann ist das Mikro kaputt gegangen. Weißt du, was ich meine? Ja, ey, alles cool, alles okay. Gut. Josi, dein Ding. Willst du? Machen wir nicht. Machen wir ja, nicht lass vorne. Abstimmen hier. Da ist genügend Publikum. Machen wir, wie heißt das, Behindertenapplaus? Kennt ihr das? Das gibt's eine Beeinträchtigung. Oh. Das ist schön im Guten, Alter. Kennt ihr nicht? Also, wer ist dafür? Sind nicht viele dafür. Nennt man nicht Behindertenapplaus, das gibt es Applaus oder so. Beeinträchtigt, heißt das nicht? Hör auf zu lachen. Okay. So, der nächste Song heißt Waiting for You. Der ist schon ein bisschen älter. Ich weiß, in dem Song kommt die Phrase Dangerous Woman drin vor. Das ist eigentlich von Ariana Grande. Aber der Song ist älter als das Album, was so heißt. Nur falls jemand da Fragen hat. Waiting for You ist so ein bisschen, geht um dieses, wenn man irgendwie in der Luft hängt und dann nicht so wirklich, also wie wenn man am Haken hängt und nicht so wirklich wegkommt. Und das ist lustig, dass das der vorletzte Song ist, weil danach ist sozusagen eigentlich der Song, der geht ein bisschen darum zu sagen, es ist so, ich kann es aber nicht ändern. Und dann ist das okay. Ne? Weil dann kommt man damit besser klar. Also Waiting for You, diese Dinge. Ich bin scheiße. Okay. Und du redest schon viel zu lange, was du mir selber machst. Don't understand what I want.
damit unser letzter Song heißt This Love Ain't Meant For Me. Was so ein bisschen, das ist das Thema, was ich vorhin meinte. Du hast quasi jemanden, wo du denkst, okay, da kommt nichts zurück und das ist okay. Am Anfang nicht und dann am Ende denkst du so, ja, das kannst du nicht ändern. So, also ist einfach nicht für mich gemacht. So, ist ein Soul-Song, der ist relativ, das ist mein neuester Song. Und damit verabschieden wir uns von euch. Schön, dass ihr da wart. Schön, da gewesen zu sein dürfen. Kann man das so sagen? Nein. Ich weiß auch nicht, erleichtert von euch. Okay, bist du da einmal von mir? Hattet ihr Spaß heute? Nice, das haben wir jetzt. Muss jetzt sein. Seid gut zueinander. Schön, dass ihr da wart und nehmt diesen Song mit positiven Vibes und geht nach Hause und tanzt dazu. Break. The fear of failure is from giving to my